The Great Reset, der große Neustart. Was verbirgt sich dahinter? Man stößt jetzt immer öfter auf diese Vokabel. Das Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sich jedes Jahr Leute treffen, die die Welt wirtschaftlich und politisch bevormunden wollen, sie nennen sich Eliten, das hatte im Juni eine Initiative gestartet mit dem Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Man wolle einen neuen Gesellschaftsvertrag, damit Wirtschaft und Sozialsysteme gerechter werden und nachhaltiger. Es gehe um, natürlich, die Menschenwürde. Die ideologischen Abbruch- und Umbaupläne für unsere Gesellschaft werden wie immer in Wohlfühlbonbons verpackt. Der Chef des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, meint, die Corona-Pandemie habe die eigentliche Krankheit der Zeit offenbart. Zu wenig Zusammenhalt, zu wenig Inklusion, zu wenig Gleichberechtigung. Deshalb sei Corona die Chance zu einem historischen Neuanfang. Weniger Verschmutzung, mehr Integration, alles wird zu einer faireren Welt. Während aller Orten die Menschen Lockerungen herbeisehen und ein Ende des Ausnahmezustandes, meint Schwab, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden? Nie. Die Normalität von vor der Krise komme nicht wieder. Corona soll als Alibi für einen weltweiten dirigistischen Wirtschaftsumbau benutzt werden, so wie Deutschland mit der Lüge, es brauche einen europäischen Wiederaufbauplan, unter diesem Deckmantel-Etikett die deutschen Arbeitnehmer um hunderte Milliarden Euro betrügt, die einfach mal eben nach Südeuropa umverteilt werden. So soll es in noch größerem Stil laufen. Getreu dem Motto, keine Krise ungenutzt lassen, werden lange gehegte Pläne aus der Schublade geholt und jetzt als logische Konsequenz der Corona-Krise verkauft. Denn globale Herausforderungen bräuchten globale Lösungen. Und deshalb mehr Macht für globale transnationale Organisationen. Es geht dabei um Einebnung bei Kultur, Staatsgebiet, Finanzhoheit, Migrationsströmen. Das allgemeine Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung soll für den weltweiten Umbau der Volkswirtschaften Richtung Weltsozialismus genutzt werden. Durch den Lockdown wurde die Wirtschaft zunächst heruntergefahren. Die Folge? Produktionseinbrüche, Arbeitslosigkeit, Kapitalvernichtung, vor allem in den Industrienationen. Die Bürger werden abhängig von staatlichen Zuwendungen und in ihrer Existenzangst dem Staat hörig gemacht. Dabei ist der staatlich verordnete Lockdown ja gerade Folge des staatlichen Versagens, das Coronavirus und seine Mutanten durch Grenzkontrollen aus dem Lande rauszuhalten. Aber es war wichtiger, weltoffen zu sein, beziehungsweise durch zielgerichtete Maßnahmen zu kontrollieren. Schutz der Risikogruppen. Es wird jetzt aber zum Beweis genommen, dass nur derselbe Staat, der sich gerade als ineffizient, langsam, korruptionsanfällig erwiesen hat, durch immer weitere Kompetenzanmaßung uns noch retten kann. Dieselbe Fehlargumentation wie bei der Finanz- und Klimakrise, dass der Bock eben nur noch nicht Gärtner genug sei. Je mehr EU und EZB in die finanzpolitische Sackgasse steuern, umso eifriger wird mantrahaft gefordert, wir brauchen mehr und nicht weniger Europa. Im Rahmen des Great Reset, führt Schwab weiter aus, sollen Großkonzerne rigoros auf Linie gebracht werden. Beispielhaft etwa in der Gender-Debatte. Wer nicht mitzielt, wird in dieser Kultur gecancelt. Ähnlich werden den Firmen Frauen- und Migrantenquoten aufgedrückt. Zur neuen Unternehmenskultur gehöre der Aktivismus von Mitarbeitern für Umweltfragen und Inklusivitätsbelange. Unternehmen, die nicht mitziehen, werden von den Großkonzernen plattgemacht. Schwab setzt dabei dezidiert und explizit auch auf linksextremistische Straßentruppen, die dieser Agenda aktivistisch Nachdruck verleihen sollen. Die ganze linke Ideologieverbrecherkultur in trautem Verein. In Deutschland wird das unter dem Label Zivilgesellschaft verkauft. Ein Sammelsurium von NGOs, Antifa-Lobbyverbänden, Stiftungen, staatlich finanzierten Organisationen, deren immer abstrusere Forderungen als Beitrag zur demokratischen Kultur, gleichsam als Volkswille präsentiert werden. Von Eigenheim und Dieselverbot über den Bildersturm gegen die deutsche Geschichte bis zu Gendersternchen und Migrantenquote. Ihr Zorn gilt als heilig. Im Gegensatz zu dem der originären Bürgerbewegungen, deren Forderungen der politischen Klasse so gar nicht gefallen und die als Wut pathologisiert werden. Letztes Ziel ist die Aufhebung jeglichen Eigentums. In einem Video heißt es, dass 2030 niemand mehr etwas besitzt, sondern man alles nur noch leiht. Es geht um konsequente Umverteilung von Reich zu Arm mittels einer globalen Führung. Natürlich schon des Klimawandels wegen. Das würde auch, heißt es, eine Wiederbelebung der Nationalstaaten stoppen. Na, wenn das keine Motivation ist, die linken Herzlein hüpfen.
Um die Schaffung weltweiter Lenkungsinstitutionen durchzudrücken, samt entsprechenden Durchgriffsrechten in die nationale Souveränität, werden wieder ein paar Stücke von der großen Wohlfühl-Schokoladentafel abgebrochen. Umweltschutz, Gerechtigkeit, nachhaltiges Wirtschaften. Was rauskommt, ist aber gerade die Negation von Vielfalt. Das Ganze setzt den Welteinheitsmenschen voraus. Merkel, Schwab, die UNO. Man lässt da ungeniert die demokratische Maske fallen. Darunter kommt totalitäre Empathielosigkeit zum Vorschein. Unterschiedlich geschichtliche Erfahrungen, kulturelle Eigenheiten. Sie werden nicht als Reichtum aufgefasst. Sie gelten nur als Zeichen von Zurückgebliebenheit, sind Hindernis beim Durchregieren. Der Einzelne kommt nur noch vor als Klimaschädling, Ressourcenverschwender, Virenschleuder. Politik nicht für ein positives Menschenbild, nicht für Identität, sondern zur Manipulation. In der EU kann man sehen, was aus Subsidiarität und Demokratie wird durch immer stärkere Zentralisierung. Die europäischen Organe entziehen sich der Kontrolle. Im EU-Haushalt wird viel Geld gedruckt, von dem das meiste in EU-Sondertöpfen, wie dem angeblichen Wiederaufbaufonds, versickert, wo dann erstmal Ausgabenideen entwickelt werden müssen. Da wird das Totalversagen offenbar. Es ist Planwirtschaft ohne Plan. Aber alles, was schon auf EU-Ebene scheitert, soll jetzt beim Reset global erfolgreich sein. Die Folge? Räumliche Trennung, sprachliche, institutionelle Entfernung von den Bürgern. Keine lokale Rechenschaftspflicht. Der Elfenbeinturm einer globalen Politklasse entwirft über die Völker hinweg ideologische Hirngespinste wie ein Multikulti-Superstaat, statt sich mal um das reale Scheitern von Einwanderungsgesellschaften vor Ort zu kümmern. Man träumt von der Zähmung des Finanzkapitalismus und stellt selbst über die Zentralbanken die Spielmarken für das Finanzcasino zur Verfügung. Man fordert die Moralisierung von Großunternehmen und meint ihre Einspannung für linke Hyper- und Pseudomoral. Man redet von Freiheit und schränkt den Meinungskorridor immer weiter ein. Man definiert Gerechtigkeit als Gleichstellung, meint damit aber nur, dass der normale Bürger zugunsten der dritten Welt verzichten soll, während Macht- und Einflussstrukturen von Politkaste und Finanzoligarchie immer weiter ausgebaut werden. Stattdessen sollten doch die Politiker wieder den Kontakt zur Wirklichkeit, zu Bürgern, zu Praktikern suchen, statt auf Konferenzen sich gegenseitig ihre Meinung zu bestätigen und größenwahnsinnige Pläne zu schmieden. Derartige Allmachtsfantasien einer globalistischen Elite durchkreuzt man am besten durch Stärkung des Nationalstaatsgedankens. Es wird Zeit für einen großen Neustart der Politik. Ziehen Sie den Altparteien den Stecker für einen Neustart einer verantwortungsvollen, bürgernahen, am Wohl der eigenen Menschen orientierten Politik. Das geht nur mit der AfD.